Ich mag ihn. Ich mag diesen Text. Klar, wir kriegen das mit dem Krankheitsbild nicht mehr hin. Da können Sie jetzt medizinisch gebildet sein, oder das hilft nicht. Wir wissen nicht richtig, was mondsüchtig bedeutet, ob das, was da auftaucht, eher so Richtung Epilepsie geht, wie das dann mit der okkulten Belastung da reingehört. Aber die Not von diesem Kind, die ist ja ganz offensichtlich. Und dass das nun in das Herz des Vaters hineingeht und der für seinen Sohn hier eine Chance sieht, aus dieser lebensbegrenzenden, lebenseinschränkenden, lebensschädigenden Lage rauszukommen und aus dieser dämonischen Belastung rauszukommen, das ist ganz offensichtlich. Ich mag ihn. So eine richtig tief bewegende Erzählung. Und die kommt ja nicht nur hier bei Matthäus vor. Ein kurzer Blick zeigt uns, ja, wir haben diese Heilungsgeschichte von diesem mondsüchtigen Kind tatsächlich in allen drei Synoptikern, Matthäus, Markus, Lukas. Und wir haben sie auch jedes Mal in der gleichen Stelle. Das ist so ein Erzählblock, der bei den Synoptikern ziemlich gleich abläuft. Also diese sehr, sehr, sehr eindrucksvolle Erzählung der ersten Leidensankündigung mit dem entsprechenden Bekenntnis des Petrus. Danach kommt dieser ganz besondere Höhepunkt der Verklärungsgeschichte. Und danach kommen die wieder runter vom Berg der Verklärung. Dann kommt hier diese Erzählung von der Heilung des mondsüchtigen Kindes. Der Vater, wie er da zu Jesus kommt, nachdem er so wenig Erfolg hatte bei dem Personal, bei den Jüngern, sich abschütteln lässt, zu Jesus hingeht, in einer Hartnäckigkeit dabei bleibt. Wir lesen ja bei Markus dann dieses ganz tief bewegende Glaubensgespräch zwischen diesem Vater und Jesus. Da kommt dieser Klassiker vor. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist dieser Vater in Markus. Matthäus blendet das ja komplett aus. Aber Markus haben wir diesen intensives Ringen dieses Vaters. Und wir wissen natürlich, dass hier das erstaunliche, das wichtige Stichwort dieser Glaube ist. Glaube ist ja sowieso das wesentliche Stichwort überhaupt in der ganzen Geschichte, in der ganzen Bibel, in unserer ganzen Beziehung zu Gott ist das entscheidende Wort. Glaube, Vertrauen, Rettungsglaube, ja. Vertrauen diesem Gott in all den Lebenslagen. Vertrauen seine Worte. Der Glaube hat ganz verschiedene Facetten, wir wissen das miteinander. Und dann sehen wir ihn vor uns, Jesus, wie er tatsächlich mit dieser machtvollen, wunderschönen Barmherzigkeit in das Leben dieses Kindes hineingreift. Das tut einfach gut. Ich mag die Geschichte. Ich mag sie nicht. Ich mag die Geschichte nicht. Ich mag sie nicht. Die ist irgendwie nicht schlüssig. Die ist so zwiespältig, die ist nicht rund, die ist diffus, die ist schwierig. Und zwar deswegen schwierig, weil ich mit meinen Sympathien mich nicht an eine richtige Stelle andocken kann. Das wissen Sie aus dem Klassiker. Sie gucken ihren Hollywood-Streifen an, erkennen kurz nach dem Vorspann, was sind die Guten, was sind die Bösen. Sie sind bei den Bösen gegen Sie sind gegen die Bösen und irgendwann geht das gut aus. Sie sind klar verteilt und werden durch Krisen hindurchgeführt, aber Sie wissen am Ende, wo sie hingehören, wo gehören ihre Sympathien denn hin bei dieser Geschichte? Natürlich, klar, erstmal bei Jesus, das ist ja immer richtig, ist gut. Aber eigentlich merken sie, eigentlich tun mir diese Jünger leid. Und dann nicht da oben, die auf dem Berg der Verklärung waren, die hatten es natürlich gut, die waren so kurz in Himmelswelten abgedriftet, sahen die Zukunft und die arbeitende Bevölkerung unten, die sahen wieder mal ganz schön dämlich aus. Und haben sich auch das Gefühl, dass wir eher unten stehen als oben? Haben sich auch das Gefühl, dass sie nicht gerade die sind, die auf dem Berg der Verklärung das Antlitz von Jesus sich verherrlicht sehen und sich freuen und aller Petrus sagen können, lass uns Hütten bauen, hier ist schön, hier wollen wir bleiben? Haben sich eher auch das Gefühl, dass sie zur Abteilung gehören, die unten stehen und ihnen hören müssen, deine Jünger konnten nicht helfen? Das ist es doch, genau das ist es. Deine Jünger konnten nicht helfen. Das sind wir wieder mal, die Deppen vom Alltagsdienst. Also meine Sympathien haben an der Geschichte eigentlich in gewisser Weise schon diese Jünger. Das muss ich schon sagen. Ich tu
tun mir einfach leid. Und dummerweise kann ich mich so furchtbar gut mit Ihnen identifizieren. Anstatt dass er dann für seine Mitarbeiter eintritt, dieser Herr, sie ihn schützt, wie was ordnungsgemäß als Arbeitgeber tut, nicht wahr? Stöhnt er auch noch über die. Das heißt, er verschlimmert das Ganze auch noch, indem er sagt, wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Na, das macht Mut. Wie lange soll ich euch noch erdulden? Na, das ist ein Satz. Das ist ja nicht gerade der Satz, wo sie gesagt hat, er gebaut und mit Zuwendung sich hochgenommen fühlen. Und dann diese massiven Kennzeichnungen. Das ist ja eigentlich ein Text. Ich habe allein schon bei der Überschrift gedacht, man darf das ja gar nicht so formulieren, denn wir sind ja angehalten, positiv zu formulieren. Und jetzt steht da als erstes Stichwort Unglaube. Zweites Stichwort Kleinglaube. Drittes Stichwort nicht vorhandener Senfkornglaube. So, alles Schrott. Dreimal negativ. Toll. Und dann noch diese unübersichtliche Textüberlieferung. Ich weiß nicht, ob Sie einen Vers 21 haben. Weiß ich nicht. Also, wir haben ihn gar nicht abgedruckt, weil er steht zwar in der Bibel, aber er steht wahrscheinlich nicht in Matthäus 17. Das ist ein Vers, der aus Markus hier reingekommen ist. Manche haben noch den Vers 21. Die Textüberlieferung ist unklar. Was ist bei Matthäus, was ist bei Lukas, was ist wo, wie gesagt. Also, nein, ich mag ihn nicht. Ich muss mich entscheiden. Ne? Sie ahnen es ja schon, ich mag ihn. Ich mag ihn. Ich mag den Text. Da geht es um das Innerste von Ihnen und von mir. Da geht es um das Innerste von Ihnen und von mir. Um das, was zwischen Ihnen und Jesus, was zwischen mir und Jesus abläuft. Darum geht es hier. Es geht um Glaube. Glaube, Vertrauen. Das ist es. Gucken wir uns zuallererst diesen Unglauben an. Ja, es geht tatsächlich um Unglauben. Tatsächlich. Und es ist eine ganz massive Charakterisierung der Zeitgenossen durch Jesus, aber auch der Zeitgenossen inklusive der Jünger durch Jesus. Da sind sie ja noch alle zusammen. Das sind ja nicht so schön, sie auf der Seite von Jesus und auf der anderen Seite sind die ganzen blöden Nichtglaubenden, sondern hier stehen sie alle zusammen. Die Zeitgenossen inklusive der Jünger und auf der anderen Seite steht Jesus und sagt, du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch erdulden? Diese Gottesklage, diese prophetische, messianische Gottesklage, die lässt uns etwas ganz Erschütterndes erkennen. Etwas ganz Wesentliches erkennen. Nämlich, dass wir an dieser Textpassage, und wir wissen doch, dass Jesus uns und alle Zeitgenossen, jeden einzelnen Menschen unendlich lieb hat. Unendlich lieb hat, das wissen wir, trotz diesem Vers, verstehen Sie? Aber an diesem Vers gucken wir ein ganz klein wenig in das Grauen hinein, das Jesus erleben musste, während er hier auf dieser Erde war. Das, was er hier erlebt hat, war nicht ein bisschen ein abgespeckter Himmel. Nach dem Motto, klar, zu Hause war es noch schön, aber hier ist auch ganz nett. Es sind so nette Leute wie Petrus und Thomas und Andreas und Israel ist auch nett und es klappt eigentlich alles ganz gut. Sondern wir spüren etwas, dass das, was Jesus erlebt hat, in seiner ganzen Person erlebt hat, dass es das pure Grauen für ihn war, auf dieser Erde leben zu müssen. Nicht, weil es schöne Berge nicht gab oder nette Hügel und Wasser und Trinken. Und das ist doch alles sekundär. Sondern weil diese ganze Schöpfung durchseucht ist. Sie ist so furchtbar durchseucht. Von etwas, was der Sohn Gottes natürlich überhaupt nicht kennt, nämlich von Unglaube. Alles ist durchseucht. Überall steht diese Vokabel drüber, Unglaube, fehlende Vertrauensbeziehung zu Gott, meinem Vater. Es ist ein Kosmos, der komplett fremd ist für Jesus, komplett fremd für Jesus. Und für uns
ist das so dermaßen normal. Und das ist das Gruselige. Das Gruselige ist, dass wir das Grauen aufgrund unserer ganzen adamitischen Anlaufzeit inzwischen als komplett normal empfinden. Na klar, sind wir ungläubig. Sind wir alle. Sind wir alle seit 1. Mose 3. Ein ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Wie fremd, spüren Sie das? Wie fremd ist Jesus die Welt des Unglaubens? Und umgekehrt, wie fremd ist uns die Welt des Glaubens? Wir stehen da, auf unserer Seite, und meinen mit ganzer Kraft etwas Außergewöhnliches zu leisten, dass wir Gott vertrauen. Und Jesus steht da und sagt, ich kann euch nicht verstehen, wie ihr in eurer gruseligen Welt des Unglaubens so bleiben könnt. Ich kann es nicht verstehen. Und da merken sie, das ist polar, aber sowas von auseinander. Die Zeitgenossen, das verkehrte und ungläubige Geschlecht, die ganze adamitische Gruppe, die Milliarden von Wesen, die seit Jahrtausenden über diese Erde laufen, und der eine, der da drin steht und sagt, ich kann das nicht aushalten. Ich werde es aushalten, natürlich werde ich es aushalten. Das ist der Plan des Vaters, alles richtig. Aber ich kann das nicht fassen. Eure Welt des Unglaubens, ist nicht krass? Ja, ist krass. Die Unglaubensübermächte sind für uns zur gewohnten Lebenswirklichkeit geworden. Haben Sie jemals anders gedacht als... Gott ist nicht da, spielt auch keine wesentliche Rolle, ist für mich auch jetzt nur in einer abgespeckten Version greifbar, soll machen, was er will, kennen du ihn sowieso nicht genau. Ach, Sie kennen die ganzen Sprüche jetzt anmachen. Glaubensübermächte und die Unglaubensübermächte. Und diese Unglaubensübermächte dominieren komplett. Gehen Sie mit mir ganz kurz ins Alte Testament zurück. Gehen Sie mit mir in die Zeit vor 1. Mose 12. Ab 1. Mose 12 läuft ja diese besondere Linie des auserwählten Volkes Israel. Da haben wir nochmal eine andere heilsgeschichtliche Ebene. Gehen wir davor, also in die Zeit der Universalgeschichte von 1. Mose 1 bis 1. Mose 11. Da kommt dieser Sündenfall und der Einbruch des Unglaubens in die Welt der Schöpfung Gottes hinein. Und ab da, ist Glaube in dieser Welt das Unnormale geworden und Unglaube das Normale. Das können Sie daran erkennen, dass dann plötzlich in der Universalgeschichte es heißt, Henoch vertraute Gott. Da war mal einer. Hau. In dem ganzen Gesiff von Unglauben war da mal einer, der auf Gott vertraut hat. Das war aber nie die Majorität, nee. Noah. Und Noah vertraut. Und Sie wissen, wie Sie auf den Noah runtergeguckt haben, mit seinem spinnigen Vertrauen. Merken Sie, was da abläuft in diesem Text, warum das so wichtig ist? Weil dieser Text macht etwas ganz Wesentliches offenbar, dass wir, der Mensch, der Zeitgenosse ohne Gott, dass wir, die wir auf dieser Welt unterwegs sind, dass wir Menschen, und Glaube, das sind fremde Welten. Wir sind auf der einen Seite. Zu uns gehört der Unglaube. Gott und Vertrauen ist auf der anderen Seite. Und dazwischen ist der garstige Graben. Ganz eindeutig. Glaube ist eine dem Menschen nach Adam fremde Materie. So ist das. Das Normale ist mir komplett fremd geworden. Ich, der ich geschaffen war als Gegenbild zum ewigen Gott, in einer Vertrauensbeziehung, die die Tiefe meiner Persönlichkeit erst erfüllen sollte, bin in einem Bruch und erlebe den Unglauben als das Normale. Das ist das Ding. Und dann steht Jesus vor ihnen und sagt, das ist die Sünde. Die Sünde der Welt, die Sünde des Kosmos, die Sünde aller Menschen und des einzelnen Menschen, dass sie nicht
an mich glauben. Ich erkläre das so gern und so oft und mit gleichbleibender Treue in unseren Glaubensgrundkursen. Dass wir uns nicht von den Sekundärsünden so dermaßen gefangen nehmen lassen, dass wir das Primärproblem nicht mehr in den Griff kriegen. Stellen Sie sich vor, nur ganz billiges Beispiel. Sie kommen zu einem Arzt und der soll Sie untersuchen, weil Sie extreme Probleme haben. Sie haben einen Wahnsinnshusten und der behandelt Sie, der kriegt einen Hustensaft, aber eigentlich hat er schon lange gesehen, dass Sie eigentlich einen Lungenkrebs im letzten Stadium haben. Aber er gibt Ihnen nochmal einen Hustensaft. Ist auch nett. Sie sind ganz glücklich und mit ihrem Hustensaft gehen Sie nach Hause. Ja, jetzt haben Sie das Problem gelöst. Ja. Und es sind manche Leute, die behandeln Sünden, aber nicht die Sünde. Die gucken, dass sie ein bisschen weniger aggressiv werden, ein bisschen freundlicher sind, dreimal weniger lügen im Monat im Schnitt und vielleicht auch ihre Steuererklärung richtig machen. Und dann muss doch Gott zufrieden sein, wenn ich eine Sündenminimierung hinkriege. Aber die Sünde kriegen Sie nicht in den Griff. Und die Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Wir vertrauen ihm nicht. Dem einzig Vertrauenswürdigen im ganzen Kosmos. Dem einzig Vertrauenswürdigen im ganzen Kosmos. Dem einzigen Grund, der bleiben wird in aller Vergänglichkeit. Dem einzig Festen im ganzen Universum. Dem vertrauen wir nicht. Und das ist die Sünde. Und jetzt verstehen Sie, warum der Text so wichtig ist. Wissen Sie, der ist ja gerahmt. Wenn Sie jetzt nicht nur diesen kleinen Ausdruck der La Höhe vor sich hätten, sondern glücklicherweise Ihre Bibel dabei hätten, dann würden Sie ja sofort sehen können, dass der gerahmt ist. Davor und danach gibt es die berühmten Leidens- und Auferstehungsankündigungen von Jesus. Wo Jesus sagt, ich gehe nach Jerusalem, ich werde dort leiden, die werden mich töten, ich werde im Grab sein und ich werde auferstehen. Und das nicht als Zufall oder als Privatereignis. Ich werde das tun, weil es ein riesengroßes Grundproblem gibt. Den Unglauben. Ich muss diesen Unglauben aus der Welt schaffen. Ich brauche den einen, der für meinen Unglauben einsteht. So, und deswegen haben wir vorher hoffentlich mit ganz tiefer Überzeugung gesungen. Ich sehe das Kreuz. An diesem Kreuz hing der eine, der für deinen, für ihren, für meinen gottlosen Unglauben sein Leben gelassen hat. Weil wir dem Ewigen ins Gesicht hinein misstrauisch gewesen sind, unsere ganze Existenz lang. Und wir mit ihm auf dieser Basis keine Gemeinschaft haben können. Ohne Glauben ist es unmöglich, zu Gott zu gelangen. Also brauche ich einen, der für meinen Unglauben einsteht. Ich sehe das Kreuz. Ich sehe das Kreuz. Dieser Herr hat das für mich getan. Er hat mir die Schuld meines Unglaubens vergeben. Und lädt mich ein. Er lädt mich ein, mit ihm einer rettenden, erneuerten Gemeinschaft zusammen zu sein und mir das zu schenken, was ich nicht habe, nämlich Glaube. Glaube, ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Es ist ein Gut, es ist eine Materie, die ich nicht habe, aber er gibt sie mir. Das ist Gnade und das ist ein Geschenk. Ganz, ganz viele von uns haben das erlebt und können deswegen auch mit dieser inneren Überzeugung einmal und vertieft und vermehrt und mit großer Dankbarkeit und Glück das singen. Ich sehe dieses Kreuz hat meinen Schaden wieder gut gemacht. Mein Unglaube ist vergeben, er hat mir Glauben geschenkt. Ich mag den Text. Aber dann ist das Ganze vorbei und der Sohn ist gesund und er zieht mit seinem Vater über die Maßen glücklich ab. Das ungläubige und verkehrte Geschlecht verzieht sich. Es bleibt der interne kleine Zirkel. Jetzt ist die Chance. Und man spürt das doch diesen Jüngern ab.
Diesen neuen, da unten aus dem Bodenpersonal. Also, das Ding ist noch nicht geklärt, das ist noch nicht geklärt. Und jetzt stellen Sie Ihrem Herrn die entscheidende Frage, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Wir sind doch nicht wie die anderen, oder? Jein. Jein. Nein, nein, ihr seid nicht wie die anderen. Nein, ihr seid nicht wie die anderen. Nein, da ist etwas ganz, ganz Entscheidendes geschehen. Ja, natürlich ist da etwas geschehen, als ich euch am See von Galiläa, am See von Genezareth begegnet bin, als ich euch in meine Nachfolge gerufen habe, als du, Petrus, gesagt hast, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, 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 ja. Wir können es vielleicht so formulieren, es ist eine Vertrauenswirklichkeit gestiftet im embryonalen Stadium. Ja, die ist da. Und hallo, das ist was, das wissen wir. Eine Vertrauenswirklichkeit gestiftet im embryonalen Stadium. Aber warum konnten wir nicht? Und jetzt kommt dieses zweite Stichwort. Wegen eures Kleinglaubens. Ah, das tut schon wieder weh. Das ärgert uns schon wieder so ein klein bisschen, aber wir sind ja aus dem Ärger und nicht mögen schon raus in die Abteilung. Wir mögen den Text. Also, was heißt das denn? Was heißt das denn, wenn hier von einem Kleinglauben die Rede ist? Da kommen Sie an etwas ganz Typisches aus dem Matthäusevangelium. Matthäus macht nämlich in seinem Evangelium, er gibt Ihnen eine Art Glaubenskurs zum Thema Kleinglauben. Nur er. Das haben Sie nicht bei Markus, nicht bei Lukas, bei Johannes. Das ist Matthäus. Matthäus und sein Kurs zum Thema Kleinglauben. Der gibt Ihnen nämlich eine ganze Kette von Kleinglauben. Matthäus ist der Kleinglauben-Spezialist. Und was sagt die Kette? Die Kette sagt, das ist was Chronisches. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mal einen kurzen Moment, einen Mini-Aussetzer meiner ansonsten unglaublichen Power des Glaubens gehabt hätte und ich muss meinen Gott um Verzeihung bitten, dass ich da kurz daneben getutscht bin, sondern das ist was Chronisches. Wenn es eine Kette zum Thema Unglauben gibt, wenn es einen ganzen Kurs zum Thema Unglauben gibt, dann das ist das was Chronisches. Und da muss ich natürlich auch sehen, wenn Jesus mich auf das Thema des Kleinglaubens anspricht, dann will er mir doch nicht eins reindrücken. Jesus ist doch nicht billig, fies. Bitte. Er will mich doch einfach nur ein bisschen ärgern, ein bisschen gucken, wie er mir in der Wunde mal einen Finger umdreht. Das ist doch nicht Jesus. So ganz offensichtlich entdecken wir, merken wir, wir sind, was unsere Glaubenssetzung, was unsere von Gott geschenkte Vertrauenswirklichkeit angeht, in einem embryonalen Stadium. Und da dürfen sich Dinge entwickeln. Und wie entwickeln sich nun diese Dinge? Wie entwickelt sich dieser embryonale Glaube? Wie entwickelt sich diese Vertrauenswirklichkeit, die er uns ja geschenkt hat, die er uns gegeben, die er uns gesetzt hat, vielen von Ihnen, die mit mir in den Glauben hineingerufen sind, seit Jahren, seit Jahrzehnten. Wie entwickelt sich denn das? Das entwickelt sich ganz erstaunlicherweise, und das ist das, was man hier verstehen kann, es entwickelt sich immer an der Grenze. Verstehen Sie? Sie kommen in Ihrem embryonalen, Vertrauenswirklichkeit gesetzten Stadium nicht weiter, wenn sich Jesus nicht Sie über eine bisherige Grenze schiebt. Und das mögen wir alle nicht, weil an dieser Grenze passiert immer Folgendes, wir stehen immer blöd da. Bis dahin hatten wir nämlich alles im Griff. Wir haben dann dieses Glaubensfeld im Griff gehabt. Hier war bisher alles okay. Das habe ich jetzt von meinem Gott geschenkt bekommen. Das ist meine Glaubenswirklichkeit. So, und da kenne ich mich aus und da kann ich hantieren, da kann ich meiner Bibel umgehen, da kann ich beten, da kann ich andere beraten. Da bin ich sicher. Und es macht Gott mit mir, mit jedem von uns, innerhalb unserer Biografie, das ist ja eher als der absolute Genie, was das angeht, ganz individuell schiebt er uns über den bestehenden Rand hinaus in ein Feld, wo wir uns unsicher fühlen. Wo wir nicht schon wissen, ach so läuft's, das hat er vor, das will er, das macht er. Das ist dieses Feld der nicht mehr vorhandenen Sicherheit im Glauben. Und wir denken, das ist blöd, der lässt mich hängen, das will ich nicht, das ist doof, das ist gemein, was für ein Gott.
und wollen nicht in dieses Feld. Und er schiebt uns da raus, und er, wenn er uns rausschiebt, sagt der Kleinglaube, Kleinglaube, Kleinglaube. Aber nicht um sagen, du kleiner Depp, sondern sagen, hallo, ich sag's mal im Bild gesprochen, ich bin dein Trainer, ich bin dein Coach, ich bin der, der dich in einen anderen Level, eine andere Liga, in eine Entfaltung des Embryonalstadiums bringen will. Das ist ja schon alles schön, dass dieser Embryo da ist, aber irgendwann soll der mal auf die Welt kommen. Und wenn der auf der Welt ist, soll er mal laufen lernen. Und wenn er auf der laufen kann, soll er mal was Vernünftiges lernen. Das soll erwachsen werden, ein gesunder, reifer Glaube werden. Dazu muss er die Erfahrung machen, und zwar in Serie, dass er charakterisiert wird mit dem Stichwort Kleinglaube. Gehen Sie mir den Matthäischen Kleinglaubenkurs kurz durch? Nicht lang, das können Sie Ruhe selber machen. Ich habe es immer schon so schön Ihnen deutlich gemacht. Ja, tatsächlich. Fünf Stationen. Matthäus 6, Vers 30. Kleinglaube, der Erste. Alles so schön. In der Bergpredigt, alles so schön, alles so gut. Und aber auch alles so frisch und anders und eigenwillig. Und dann sagt da Jesus Sätze, die sind natürlich hart. Niemand kann zwei Herren dienen. Du wirst den einen hassen, den anderen wirst du lieben. Du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Das geht nicht. Du musst dich entscheiden. Setz auf das richtige Pferd. Setz auf deinen Gott. Sorgt euch nicht. Denn dann heißt es doch, wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Der sich um mich sorgende Gott. Deswegen wird er mich immer wieder in Situationen hineinbringen, unterschiedlicher Klassifikation, wo ich denke, jetzt hat er mich verlassen. Jetzt ist er raus. Jetzt ist er nicht mehr da. Jetzt macht er nichts mehr. Und dann steht er da und sagt, hallo, liegen auf dem Feld, Spatz auf dem Dach. Und dann du, ihr Kleingläubigen. Und das ist etwas, wo er uns herausfordert und dann uns danach sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch solches alles zufallen. Aber wir werden das erleben, dass wir in Felder unserer Biografie, viele von uns schon ein paar Mal erlebt, landen, wo wir aufgrund des Sorgengeistes herausgefordert werden, einen anderen Level einzunehmen und ihm zu vertrauen, dass er das sehr wohl im Griff hat, was mit mir geschieht. Kleinglaube, Teil 1. Kleinglaube, Teil 2, Kapitel 8, Vers 26. Das ist die Szene, die heute auch als Paralleltext für die Predigt vorgeschlagen ist. Da ist dann tatsächlich Jesus ja auf dem Meer, und während er da auf dem Meer ist, auf dem See ist und Jünger im Boot sind, da heißt es dann, und sie traten zu ihm und sie weckten ihn auf und sie sprachen, Herr, hilf, wir kommen um. Und dann heißt es eben im Matthäusevangelium und nur im Matthäusevangelium, da sagte er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Mein Gott, weil normalerweise bei uns solche Stürme tödlich ausgehen. Und weil wir es ganz bescheuert finden, dass du dabei bist und nichts tust. Und weil wir das nicht kapieren, warum du nichts tust, obwohl du mit uns im Boot bist. Das ist für uns ein total fremder Erfahrungshorizont. Das haben wir noch nie gemacht. Das kapieren wir nicht. Er will sie doch nicht ärgern. Er sagt ihnen nur, hallo, das geht weiter. Mein Kind, das geht weiter. Ich habe deine Vertrauenswirklichkeit im Embryonalstadium gesehen, aber ich mache weiter mit dir. Merken Sie, wir sind in dem Sinn, sind Jesus und ich kein Team. Nein, wir sind kein Team. Er ist der Herr und ich folge ihm nach. Er ist das Haupt und ich bin Glied. Er ist der Meister. Wir sind alle seine Diener, okay? Und wenn er sagt, jetzt gehen wir weiter, in der Entwicklung deines Embryonalstadium-Glaubens, dann macht er das. Und das macht er, indem er mich immer wieder auch charakterisiert. Auf dem Stadium, wo du jetzt gerade bist, das ist Kleinglaube. Darf er das mir sagen? Darf er das mir sagen? Ja. Ja, er, sie nicht, aber er darf das mir sagen. Weil er mich kennt. Und weil er einen Plan hat. Wie aus dem Embryonalstadium des Schäferglaubens ein erwachsener Glauben werden kann. Dazu hat er immer Situationen bereit, die völlig neu sind im Erfahrungshorizont, noch nie da gewesen. Und er so fremd auf dem Kissen hinten liegend schlafend.
Kleinglaube Teil 3. Da denken wir, jetzt hat das doch schon fast gepackt. Kapitel 14 lesen wir das dann, diese wunderbare Geschichte, wo dann wir so stolz sind, dass endlich einer einen richtigen Glauben mal hat. Und dann sehen wir den Petrus über der Bordkante. Wir sehen ihn, denken, ach, wir sind natürlich sofort sympathisch mit Petrus. Denn jetzt haben wir endlich unseren, ja, der hat's. Der ist aus dem Embryonalstadium raus, der ist durch, der steigt aus dem Boot, der geht auf dem Wasser und dann knackt er ein. Und statt Jesus sagt, immerhin bist du rausgekommen, sagt Jesus, du Kleingläubiger. Und wir denken, wie fies. Das war der Einzige von der ganzen Truppe, der es überhaupt gemacht hat. Und der kriegt dann noch dieses Kennzeichen. Doch, merken Sie es. Weil hier der Coach, weil hier der Trainer, weil hier das Haupt, weil hier der Lebendige aus dem Kosmos des Glaubens in das Leben des Petrus hineinspricht und sagt, ja, jetzt sind wir schon auf dem Babystadium. Aber Petrus, aus dem Babystadium, das du jetzt hier gerade geleistet hast, kann noch was werden. Das, was ich hier gerade sehe, ist noch nicht das, was ich dir schenken möchte. Ich habe noch mehr, was das Vertrauensverhältnis zwischen dir und mir angeht. Kleinglaube Teil 4, Kapitel 16, Vers 8. Da entdecken wir, dass sie total durcheinander sind, weil die Worte von Jesus, die bringen bei ihnen alles durcheinander. Sie sind da komplett, ich bin so beruhigt darüber, komplett überfordert, wie sie die Worte Gottes einsortieren und interpretieren können. Da ist das mit der Speisung der und dass dann Jesus gesagt hat, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und denken, was ist denn jetzt los? Und dann merken wir, sie sind komplett durch den Wind über die Analyse der Worte Gottes. Ja, wie soll ich das verstehen? Und dann machen sie sich ihren eigenen Reim raus. Und Jesus sagt zu ihnen, was sie aus dem eigenen Reim draus gemacht haben, ihr Kleingläubigen. Jetzt habe ich das so schön sortiert. Jetzt haben die Worte für mich alles so ihren Sinn ergeben. Und dann sagt Jesus zu mir, deine ganze Hermeneutik kannst in die Tonne kloppen. Das, was ich dir gesagt habe, bedeutet was ganz, ganz anderes. Darf er das? Ja, das darf er. Er darf das. Er darf mir sagen, du, was du dir gerade zusammen gedacht hast, das ist Schrott. Folgendermaßen ist das zu verstehen. Darf er das? Er darf das. Er muss das sogar machen. Damit ich nicht in meiner kleinen Embryonalwelt bleibe. Dass Dinge sich weiterwickeln, aber das schiebt er mich immer über diese Kante hinaus. Und die fünfte Stelle, die haben Sie jetzt hier. Die haben Sie hier. Das ist ein wunderbarer, ganz wichtiger Kurs zum Thema Kleinglaube. Dass Sie verstehen, dass Sie mit mir begreifen, der lebendige Gott weiß, dass er an der Stelle den eigentlichen Schlüssel meiner Persönlichkeit hat. Den eigentlichen Schlüssel. Er hat dieses Embryonalstadium geschenkt. Aber jetzt geht es genau darum in Ihrer und meiner Biografie, dass sich das entwickelt. Das dauert halt ein Leben lang. Und Sie und ich werden sukzessive und manchmal auch spontan von ihm in Situationen hineingeführt, wo die Klassifikation dasteht, Kleinglaube, mit dem Ziel, dass ich in einen neuen Raum des Vertrauens mit diesem Gott hineinkomme. Dass er mich nicht hängen lässt in den Alltagssorgen, dass er nicht zu lange schläft, während das Boot fast untergeht, dass er weiß, dass ich nicht auf Wasser gehen kann, dass er sieht, wie komplett blöd ich manchmal mir seine Worte zusammenzimmere und dass er sehr wohl auch in der Lage ist, zu sehen, wie doof das ist, wenn man dasteht und sagen muss, ich konnte es nicht tun, mein Herr. Das weiß er und führt über diese Erfahrung in neue Räume hinaus, die vermehrt, verstärkt, tiefer, reifer, erwachsener sagen lernen, ich vertraue Jesus. Ich vertraue Jesus. Das kriegen Sie nur hin durch die unangenehmen Erfahrungen der Klassifizierung als Kleingläubiger. Ich mag den Text. Und jetzt sagt Jesus, ihr habt noch nicht einmal ein Ministückchen geschnallt von diesem gigantischen Raum der Beziehung, die ich, der lebendige Gott, zu euch einzelnen Gliedern haben. Und da kommt das jetzt mit diesem Bild.
vom Senfkorn glauben, das kennen Sie ja. Und die versetzenden Berge und der Maulbeerfeigenbaum. Und ich bin überzeugt davon, dass unendlich viele Gedanken in diesem Raum herumschwirren, gerade dazu. Was ist denn wichtig, dazu zu sagen? Einmal möchte ich Ihnen gerne Sie in Erinnerung rufen, dass das mit diesem Berg und dem versetzenden Baum und all den Passagen, deswegen sage ich so, nicht nur einmal hier steht, sondern wir mindestens drei Passagen haben in Evangelien, wo Jesus diesen und oder ähnliche Gedanken formuliert hat. Situationen waren verschieden, Akzente waren verschieden, die Bildsprache war verschieden. Es geht immer um diesen Senfkorn-Glauben, diesen Baum, diese Berge, dieses nicht unmöglich. Diese Welt wird, das heißt, allein dadurch, dass es mehrfach gesagt wird, bringt es zum Ausdruck, das ist ein ganz wichtiges, durch Wiederholung gekennzeichnetes Lehrstück Jesu für seine Jünger. Das war nicht nur einmal hier und dann tschüss, denkt, was er wollte, sondern das wurde immer wieder an entsprechenden Sequenzen ihres Nachfolgelebens wieder aufs Tableau gebracht. Das kennen Sie ja auch, meine Güte. Nicht nur in Ihren pädagogischen Bemühungen mit der nächsten Generation, sondern Sie kennen das doch auch von Ihrem Zusammensein mit Jesus. Wo Sie nach 1, 2, 3, 4 Jahren, wo mal eine Bibelstelle für Sie wichtig gewesen ist, dann kommt ja Jesus wieder. Sie hatten gerade so halbwegs gedacht, jetzt haben sie so ein bisschen das verstanden und dann sagt er ihnen wieder die Sache, die schon damals blöd und peinlich war und von ihnen vielleicht als nervend und schwierig empfunden wurde. Und dann kommt Jesus wieder. Er kann auch 10, nach 20 Jahren immer wieder kommen und immer wieder mit einer Stelle bei ihnen andocken, sie ein bisschen aufregen, so ein bisschen ärgern und ihnen das vor Augen führen. Aber er will sie gar nicht aufregen und ärgern. Er will, dass sie Lust auf mehr kriegen. Dass Sie und ich was erahnen. Wissen Sie, was Sie und ich erahnen können? Das Senfkorn-Beispiel ist ja so simpel. Es ist ja wie bei alles bei Jesus so simpel, aber so tief. Hallo, die Quantität ist nicht das Thema. Einmal haben die Jünger gebettelt, Herr, bitte mehr glauben. Das sagt er Ihnen das auch mit dem Senfkorn. Die Quantität ist nicht das Thema. Euren Methoden waren, inklusive aller klugen Bücher, wie ich das richtig umsetze, das ist ja so ein 18-Punkte-Programm, ja, klopp es in die Tonne. Ich will nicht die Quantität des Glaubens, ich will nicht ein Abhaken, als wäre es irgendwie ein Erfüllungsritus, den man durchziehen muss. Ich will, dass es echt ist. Glaube hat immer und ausschließlich Beziehungscharakter in der Bibel. Das sind Personen im Spiel, keine Sachverhalte. Sie kriegen den Glauben nie als einen Gegenstand. Sie kriegen immer als eine Beziehungssetzung. Es ist hier von dieser einzigartigen Gemeinschaft und Gemeinschaftsentwicklung die Rede, die Jesus den Seinen hier verdeutlicht. Und er führt das ein, damit das klar wird, dass er das ernst meint. Jedes Mal mit dieser bekräftigenden, gewichtgebenden Amenschwurformel. Um zum Ausdruck zu bringen, das ist nicht nur so ein Satz, den ich so nebenbei mal gesagt habe. Das ist richtig ernst und gewichtig gemeint. Amen, ich sage euch. Seid euch dessen bewusst, das meine ich tatsächlich auch. Was denn? Dass ihr mit mir in eine Beziehung eintreten könnt, wo tatsächlich Glauben in einer ganz anderen Art und Weise möglich ist und sogar sichtbar werden kann, als ihr es euch bisher vorgestellt habt. Schwestern und Brüder, es geht uns doch gar nicht darum, irgendwelche Berge zu versetzen, wollen wir doch gar nicht. Wir brauchen doch keine Maulbeerfeigenbäume, die irgendwo rumschieben. Dass wir merken, dass der Herr Jesus uns das vor Augen führt. Ihr habt noch gar nicht erfassen dürfen, überhaupt erfassen, geschweige denn leben dürfen, dass ich mit euch einer solchen Beziehung zusammen sein will, die man paulinisch nur ausdrücken kann mit diesem Jesus in mir und ich in Jesus. Und dann findet tatsächlich, ja, welche Vokabeln wollen Sie jetzt nehmen? Wenn Sie mit mir in die klugen Bücher gucken, dann fallen Vokabeln wie Jesus-Identität auf. Oder synchron sein mit Jesus, komplementär mit Jesus, passend sein zu ihm. Ich habe auch mein Wort, ich nenne das Jesus-Vertrautheit. Eine wachsende, gereifte
Jesusvertrautheit. Das ist mehr als ein bisschen Emotion, wissen Sie? Emotion ist auch nicht schädlich bei Vertrautheit. Aber das ist mehr als nur Emotion. Das ist auch nicht Imagination. Ich stelle mir was ganz fest vor. Das ist ein aufgrund des gemeinsamen Lebens gewachsenes Kennen und Wissen. Ein Einssein. Ein Einssein. Jesus in mir und ich in Jesus. Das Geschenk der gewachsenen Jesusvertrautheit. Das ist ja unglaublich. Das will der wirklich. Das will der uns tatsächlich schenken. Und dann merken wir, wenn das so formuliert wird, dann merken wir, also eigentlich wirklich fassen, dass Jesus mich so nah bei sich haben will, dass es zwischen ihm und mir eine solche Vertrautheit gibt, ein solches Einssein, synchron, komplementär, identischer, nennen Sie es, wie Sie es wollen, dass da Glaubenswirklichkeiten fassen, wie ich sie mir gar nicht vorstellen vermag, das berührt mein Herz. Der will mich wirklich. Der will mich wirklich. Hätten Sie das gedacht? Wir sind ja schon zufrieden mit dem Stand. Ist doch jetzt schon ganz nett. Und Jesus sagt, Amen, ich sage euch, ich habe noch was ganz anderes vor. Das ist nicht einfach nur ein nettes Bild, eine schöne Metapher, er das Haupt, wir seine Glieder. Zumindest wenn diese Glieder organisch verbunden sind mit dem Haupt, dann geschieht zwischen diesen Gliedern und dem Haupt synchron das, was das Haupt will. Richtig? Meine Hand macht hoffentlich das, was ich ihr jetzt gerade sage. Und geht nicht ohne mich ihre Wege. Richtig? Und wenn dann eine Identität zwischen dem Haupt Jesus und seinen Gliedern da ist, dann geschehen die Dinge, wie er sie will. Dann gehen Berge weg, wenn es sein muss, und dann werden Maulbeerfeigenbäume versetzt. So dürft ihr mit mir leben. Ich mag den Text. Ich mag ihn wirklich. Wissen Sie, was dann passiert? Dann geschieht das eigentliche Schöpfungswunder. Dann entsteht auf dieser kaputten Welt des Unglaubens das, was Gott eigentlich will. Die Welt des Glaubens. Und dann wird das, was mir von natürlicher Seite so fremd ist, wird mein eigenes. Es wird meine Welt. Ich glaube. Und das, was für mich vorher so normal war, der Unglaube, der wird mir immer fremder. Und den Weg, den wollen wir miteinander gehen. Ich mag den Text. Ich mag ihn, weil ich den einen kenne, der für meinen Unglauben ans Kreuz gegangen ist. Ich mag den Text, weil er mir hilft, verstärkt sagen zu dürfen, ich vertraue Jesus und mich immer und immer wieder über die Kante des Kleinglaubens in neues Land hineinschiebt. Und ich mag den Text, weil er mir zeigt, so darf ich lernen, mit Jesus leben zu dürfen. Ich will glauben. Lade Sie ein, zum Gebet aufzustehen. Natürlich, Herr Jesus Christus, du unser ewiger Gott, du einzigartiger und unvergleichlicher, wollen wir in diesen Augenblicken zuallererst, dass wir dir wieder erneut zum Ausdruck bringen, dass wir das eigentlich erst jetzt so ganz langsam erahnen, was wir dir dazu gemutet haben mit unserer krassen Welt des Unglaubens.
Und wir dir von ganzem Herzen danken, dass deine Liebe uns ausgehalten hat. Und du diese ganze Finsternis des Unglaubens ausgehalten hast und den Weg ans Kreuz für uns gegangen bist. Wir sehen das Kreuz und beten dich, Herr Jesus, darüber an. Du hast den Unglauben durchkreuzt, du hast ihn uns vergeben und du hast das größte Geschenk unseres Lebens uns gemacht. Wir dürfen glauben, wir dürfen vertrauen. Und dann danken wir dir, dass du nicht aufhörst, dass du nicht auf diesem Embryonalstadium mit uns zufrieden bist, dass du uns über die Kante des Kleinglaubens in neues Land schiebst. Du weißt, wie blöd wir da uns fühlen, wie verloren, wie verlassen, wie sauer und ärgerlich wir manches Mal auch dann da werden, wie unverstanden wir uns fühlen von dir. Du lässt dich davon nicht abhalten, uns in neues Land hineinzuschieben, und wir danken dir dafür. Bitte geh auch mit uns diesen Entwicklungsweg des Glaubens. Bitte führ uns über die Schritte der Klassifizierung des Kleinglaubens in einen erwachsenen Glauben hinein, dass wir wirklich miteinander sagen lernen dürfen: Ich vertraue Jesus. Und dann danken wir dir, wir können es wirklich kaum fassen, dass du mit uns so eins sein möchtest, dass wir mit dir zusammen sein dürfen, dass wir mit dir vertraut sein dürfen. Und wir danken dir für diese Perspektive und wollen sie mit ganzer Kraft ersehnen, ausschöpfen, erstreben und die Schritte dafür gehen, die du uns zeigst. Danke, dass wir glauben, dass wir vertrauen dürfen. Danke, dass du uns aus der Welt des Unglaubens, der Sünde und des Todes herausgeholt hast und uns in die Welt des Glaubens, des Vertrauens, des Lebens und der Ewigkeit hineingestellt hast. Wir beten dich an. Amen.